Ja, wir kommen zurück zu TFC mit unserem Superschwert hier. Wo können wir denn das Dingens hier jetzt mal hinpacken? Ja, wir kommen zurück in einer neuen Aufnahmesession. Schmeiß das Teil hier da mal eben rein. Irgendwas wollte ich jetzt total spitze und speziell machen. Erstmal pflanzen wir ein paar Bäumchen. Ist es Nacht geworden? Wird es gerade Nacht oder. Ach, keine Ahnung. Ach stimmt, wir müssen hier unsere Holzkohleproduktion noch vorantreiben. Da würde ich sagen, das machen wir doch mal eben. Den hier können wir noch abnehmen. Ja, und dann werden wir uns gleich nochmal ausrüsten müssen und werden nochmal schauen müssen, wo wir ein wenig alternative Baumaterialien herkriegen, nenne ich es jetzt einfach mal. Wir brauchen noch diese Fluxsteine für Limewater-Gedöns und noch so einiges mehr. Problem ist, wo kommt der Pilz her? Das Problem ist schlicht und ergreifend, auf der ersten Tour, die wir gemacht haben, wo wir, ich weiß nicht, zwei oder drei Folgen lang Richtung, ich glaube Richtung Norden war es, gerannt sind. Naja, sagen wir mal, ich hatte schon erfolgreichere Touren. Wir haben im Prinzip nichts von dem gefunden, was wir wirklich brauchen. Klar, wir haben 75 verschiedene Erzspots markiert, aber so wirklich hilfreich war die Tour nicht. Müssen wir mal schauen, gleich mal eben gucken, wie weit wir mit dem Charcoal Pit kommen. Ich hoffe, an dem Vorgehen haben sie nichts geändert. Mit der Holzmenge kommen wir aber auch nicht weiter. Wir nehmen mal hier die Bäume eben noch auseinander. Ja, und da müssen wir tatsächlich mal schauen, um wirklich weiterzukommen, brauchen die Steine für Flux. Ich habe schon wieder vergessen, was es war. Es war Schalk, Diorit. Oh. Noch irgendwas. Es gibt auch dieses Boraxerz ist. Ich weiß gar nicht, ob das ein Erz ist. Da konnte man das, glaube ich, auch draus machen. Aber bis wir das haben, wir könnten mal gucken, wenn wir in unsere Schlucht hier runterklettern, in der wir unser Kupfer rausgezogen haben. Welche Erdschicht bzw. welche Steinschichten wir hier direkt noch unterm Arsch hängen haben. Es wäre richtig ärgerlich, wenn wir den Schalk oder Diorit oder was auch immer das ist, direkt unter unseren Füßen hätten und würden jetzt hier Stunden und Tage lang durch die Gegend jocheln. Ne, hier wollte ich doch gar nicht hin. Hier wollte ich hin. Guck mal, erstmal planten wir hier den Pilz. Zack. Auch kann man gar nicht. Dann weg damit. Okay. Der ist voll. Der ist voll. Der ist auch voll. Der ist voll. So, wie war das jetzt? War das so? Okay. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Das, das, das. Der ist voll. Den müssen wir noch voll machen. Ja, jetzt fehlt uns aber immer noch so ein bisschen Holz. Auch nur ein bisschen. Unwesentlich. Ein Pilz wieder mitgenommen. Egal. Wir können gleich mal gucken, was das hier vorne für ein Stein war. Man sieht ihn jetzt gerade nicht. Packen auf der nächsten Tour auf jeden Fall die Spitzhacke ein. Was das hier für ein Stein ist. Auf jeden Fall eine Steinart, denn wir können es mit der Schaufel nicht abbauen. Das ist schon mal sehr beruhigend. Holen wir gleich mal die Spitzhacke und gucken einfach mal nach. Ja, ansonsten gehen wir halt echt mal in der Schlucht nach unten. Ich weiß nicht, ob wir die Monster schon einschalten sollen. Ich bin mir da echt unschlüssig. Im Moment bin ich eigentlich ganz froh, dass wir so halbwegs über die Runden kommen, ohne dass uns noch irgendwelche Viecher behaken und wir dauernd verrecken. Na klar, wir sind nicht weit weg vom Spawn,
Beziehungsweise haben wir jetzt unser tolles Bett. Auch wenn man nicht drin schlafen kann, ich hoffe, das gilt zumindest als Spawn-Region. Aber sterben möchte ich deswegen trotzdem noch nicht. So, was sagt der Vorrat? Ja, damit kommen wir noch nicht. Ich glaube, wir brauchen 3 oder 4 Stacks. Na, ein bisschen mehr Holz kann uns ja auf jeden Fall nicht schaden. Tak, 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 tak. Guck mal, den können wir mal wieder so auseinandernehmen. Hoffnung, dass wir hier mal so ein bisschen ein paar Saplings noch mal rauskriegen. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Oh. Ups. Da sind in die Grütze gefallen hier. Weg. Dann können wir die Bäume jetzt auch noch eben wegnehmen. Da waren auf jeden Fall ein paar Saplings dabei. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Gleich noch mal eben was trinken, was essen. Ja. Guti. Wo haben wir denn? Ja, so, guck mal, sind nur wieder 7. Das Holz reicht jetzt auf jeden Fall. 1, 2. Da noch einer. Schön den Waldbestand hier aufrechthalten. Charcoal. Da müssen wir jetzt gleich mal eben überlegen, wie war das denn? Schon wieder vergessen, welcher voll und welcher leer war. Den und den. Können wir den hier voll machen. Das hier. Dirt. So, wie war das denn jetzt? Das Lagerfeuer anmachen und dann noch einen Block drauf, ne? Okay. Ging das denn jetzt nochmal, wenn ich hier... Okay. Gut. Dann machen wir so. Da kommt ein bisschen Holz rein. Feuerzeug haben wir. Okay, das heißt, wir haben nicht mehr ganz genug Holz dafür, aber hallo? Ja. Es funktioniert ja echt gut. Kommt mal raus da. Irgendwie kann ich hier keinen. Na gut, das müssen wir dann nochmal üben. Packen das Holz mal kurz beiseite. Ja, funktioniert doch grandios hier unser Meisterplan. Das behalten wir. Die Ho brauchen wir erstmal nicht mitnehmen. Die hängen wir mal an eine Wand. Aber dafür nehmen wir die Spitzhacke mit. Was ist das? Ein Hammer? Hammer nehmen wir auch mal mit für den Fall, dass wir Gedönsel finden. Jetzt könnten wir mal eben gucken, wie war das denn jetzt hier mit den Regalen nochmal. Da brauchten wir die komischen Bretter für, ne? Haben wir nicht. Haben wir auch nicht. Haben wir hier auch nicht drin. Da haben wir noch ein paar. Wie war das denn? So? So? Nee. Das ist eine Falle. Wie haben wir die Dinger denn nochmal gebaut? Ja. So auch nicht. So war es auch nicht. Ah, nehmen wir das. Gut. Das kommt hier wieder rein. Jetzt können wir das Regal hier wieder an die Wand zimmern. Und dann kommt die Sichel da noch mit rein. Unser prickelnd cooles
Spitzhacken-Ding. Ne, die Axt nehmen wir mal mit. Okay. Die beiden sind leer. Jo, sehr schön. Stützbalken nehmen wir auch mal mit. Ein bisschen Fleisch haben wir dabei. Dirt und Basalt brauchen wir jetzt mal ehrlich nicht. Im Gegenteil, da können wir hier das Loch aufschütten. Zack, zack. So. Du kommst hier erstmal rein. Dirt. Ne, komm, ein bisschen Dirt kann nicht schaden. Sticks lassen wir auch erstmal hier. So. Ein paar Leitern können nie schaden. Vielleicht sollen wir doch ein paar Stöcke mitnehmen. Können zwar noch ein paar sammeln unterwegs, aber... So, ein paar Fackeln haben wir, das Holz können wir nicht hier reinpacken. Zack. Da haben wir noch einen Stackstöcker, den brauchen wir natürlich auch nicht. Schaufel, Messer, Hammer. Bisschen was zu essen, das lassen wir auch mal hier. Wir können mal eben ein Messerchen machen. Denn wir haben ja gemerkt, so ein bisschen Stroh kann auch nicht schaden. Dann machen wir nochmal Schaufel, weil unsere geht bald zu Bruch. So. Hätten wir das doch. Die hier rein. So, und jetzt das und das. Macht ein Schäufelchen. Messer. Gut, wir sind bewaffnet. Wir haben Leitern, wir haben Stützpfeiler, wir haben Wessels. Wir brauchen auf jeden Fall noch was zu trinken für unterwegs. Und wir essen uns mal eben hier so ein bisschen Mais. Na komm. Okay. Dann haben wir uns die Lampe voll. Oh, man kann Musik machen auf den Dingern. Cool. Und dann gehen wir jetzt erstmal nach dem Stein gucken, der hier vorne rumgammelt. Was auch immer das für einer ist. Und das mit dem Charcoal Pit muss ich tatsächlich nochmal in Erfahrung bringen. Wie das genau funktioniert. So, was bist denn du für ein Stein? Oh. Das ist aber kein Obsidian, oder? So, weil wegen Dampfen das Wasser? Nee. Grabo. Völlig uninteressant, kann weg. Ich sagte völlig uninteressant, kann weg. Ja, und wenn wir uns schon in die Richtung wenden, dann gehen wir doch jetzt einfach nochmal nach Westen. Mal wieder eine spannende Rundreise. Und wir hoffen einfach, dass wir diesmal ein bisschen was Interessanteres finden. Es ist aber auch ein riesiges Biom irgendwie. Weil ich würde schon gerne, ehe wir uns wirklich eine dicke, fette Behausung bauen, hätte ich schon gerne so ein bisschen Flux und Mörtel und ein bisschen mehr Leder und so Geschichten. Da ist noch ein Hund. Wo sind eigentlich unsere Hunde? Irgendwo verreckt, ne? Na gut, da vorne ist nochmal ein Hirsch. Aber wir haben nicht mehr so wirklich viele Speere, ne? Wir könnten, da wir uns das Schwert ja aufsparen wollen, nochmal ein bisschen auf Speere gehen. So, wie war das nochmal? Hier weg, da weg, da weg. Hier weg, da weg, da weg. Dann machen wir hier weg. Machen wir da weg und dann machen wir da weg. Okay. Stickies. Speerspitzen. Her damit. So. Ach, wieder Bismuthini, ihr könnt mich doch mal. Kann sich zukacken mit dem Erz. Ja, wir marschieren jetzt einfach mal wieder in eine Richtung. Stur geradeaus, solange kein Wasser kommt, und schauen einfach mal, was da so auf uns zukommt. Wasser.